Bitte kommt rein und schaut euch um. Wir haben gerade Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Oh, schön. Dann stehe ich also jetzt auf der Liste der privilegierten Kaufberechtigten? Ja, ja. Euer Onkel sagte, ich soll euch verkaufen, was immer ihr wollt. Und ich will alles loswerden. Wenn diese schrecklichen Monster erstmal mit meinem Laden fertig sind, nützt das Zeug sowieso niemandem mehr etwas. Bitte kommt bald wieder. Ich habe immer noch eine Menge Ware auf Lager. Sollte ich tot sein, schiebt meine verstümmelte Leiche einfach beiseite und bedient euch selbst. Vielen Dank, das wäre bestimmt lustig. Würdet ihr mir das hier abkaufen? Warum denn nicht? Klar kaufe ich. Was macht das noch für einen Unterschied? Ich habe gerade die Anweisung bekommen, dass ihr hier jetzt kaufen dürft. Seht ihr etwas, das euch gefällt? Außer euch nicht viel. Ihr werdet bestimmt ein guter König. Das merke ich jetzt schon. Auf dem Weg nach draußen, wenn's beliebt. Wie heißt ihr überhaupt? Elliot, Sir. Schön, euch kennenzulernen, Elliot. Ich bin Copper Legree. Als ob das nicht fast jeder wüsste, Sir. Ich weiß, was ihr tut, und ihr werdet damit ganz alleine Gladstone retten. Während Fürst Jaren seine Hoheit hinter irgendwelchen Versprengten der dunklen Armee herhetzt. Hm. Vielen Dank, Elliot. Ich freue mich, dass wenigstens eine Person in Gladstone meine Lage versteht. Ihr dürft euch, Sir. Kannst du mich hören? Hallo? Oh, mein Kopf. Hey, bist du das? Komm näher. Hey, Wache! Sei ruhig. Sei still. Wie machst du das? Lass mich los! Du musst gehorchen. Du musst folgen. Ich folge niemandem, schon gar nicht dir. Lass mich los! Die Portale sind unsere Tore. Wir brauchen sie. Was wollt ihr damit? Wir werden euch mit dem Portal zum Zuchtstock zurückbringen. Ihr werdet Sklaven sein. Ihr werdet Schlachtvieh sein. Es wird keinen Kommen geben. Es wird kein Versagen geben. Wir werden euch und eure Welt völlig ausbluten. Lass mich los! Lass mich... Ah! Nicht, wenn ich's verhindern kann. Gladstone wird niemals euch gehören. Warum wollt ihr mein Volk versklaven und vernichten? Wir werden nehmen, was wir brauchen. Wir werden vernichten, was danach übrig bleibt. Aber warum? Wer seid ihr überhaupt? Wir sind an die Macht der Traumsteine gebunden. Wir zeichnen unsere Kinder, damit sie die Kommunion der Steine empfangen. Dann wird ihre Macht unsere Stärke. Wir sind die Ruloi. Wir brauchen Wirtskörper. Das gefällt mir nicht. Böser Mann. Gefährliche Tätowierungen. Oh, mein Kopf.
fahren dich zum Grillen heim. Ziemlich gut, was? Portal zieht mich an. Es saugt mich da rein. Das sieht ja aus, als wären wir auf einem anderen Planeten. Scherbe ist hier im Nest. Na, wie schön. Ich hoffe, du hast recht.
muss einer der kleinen lästigen Wichte sein, die die Eier von den Leuten hier auffressen. Frisst uns auch? Das war's. Oh, jetzt geht es mir besser. Der Tümpel stinkt nach Säure. Bäh, und die Dinger da drin sind wohl Eier. Säure schlecht. Frisst Lick auf. Nicht gerade die härtesten Kämpfer. Ja! Na, na!
Na, 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 na. Na, na. Und bringst dich schnell selber um. Ja. Ja. Vernichtet! Dass ich für etwas Gerechtigkeit sorge. Mistzwerg. Na! Oh, jetzt geht es mir besser. Ja.
Ah. Ich kümmere mich um den Kerl. Was? Oh, jetzt... Jetzt geht es mir besser. Zeit, dass ich für etwas Gerechtigkeit sorge.